So, gehe direkt ins Gefängnis. Gehe nicht über los und ziehe auch kein 2 Millionen ein. Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Lego City Undercover. Hey Chase! Hab dich gerade im Fernsehen gesehen? Sahst etwas blass aus. Hast du was rausgefunden? Ja, muss ins Albatross-Gefängnis. Hast du eine Ahnung, wie ich da hinkomme? Der Chief wird das nicht gerne hören. Er hat die Ausbruchsakte bereits geschlossen. Und wenn er davon nichts erfährt? Keine Ahnung. Ich frag ihn mal. Warte! Gibt es vielleicht einen Weg, ohne dass der Chief davon erfährt? Okay, stimmt. Einen Weg gibt es. Zuerst musst du auf die Fähre am Steg hinter der Polizeistation. Und dann? Sagst du dem Chief nichts davon? Du... Danke, Frank. Wir sehen uns später. Okay, viel Glück. Und wenn du Ellie siehst, grüß sie von mir. Gut, erstmal willkommen. Wir haben jetzt hier gerade einen Superbau gefunden. Wir müssen zur Fähre hinter der Polizeistation. Mal wieder... Aber erstmal wollte ich mich hier mal ein bisschen umgucken. Ist das eine U-Bahn? Oder eine generelle Bahn? Nice. Wir haben ja jetzt 2 Kostüme. Da gibt es verkehren momentan. Da gibt es bestimmt eine ganze Menge an Kostümen. Und da hinten ist noch eine andere Map. Also eine Brücke, die noch zu einer anderen Welt führt, glaube ich. Alter, das wird geil. Muss mal hier den Kiosk auseinandernehmen. Was ist das denn jetzt hier mit dieser Wumme? Kann ich damit auch irgendwie abschießen? Keine Ahnung, wofür das nützlich ist. Vielleicht brauchen wir das später nochmal. Was ist das? Da können wir ein Geheimnis finden. Das suche ich erstmal. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen goldenen Stein hier. So ein bunter Stein da. Kommt gar nicht auf den Namen. Und der gibt es auf jeden Fall Geld. Ich habe nicht so viel, aber immerhin etwas. Ab da hinten. Hier ist doch eigentlich noch. Jawohl. Schön. Oh, noch Geld. Ich gucke erstmal hier oben, ob es noch was zu holen gibt. Und bei der Polizeistation gibt es auf jeden Fall jetzt so einen Parcours. Das sind diese blauen, blau-weißen Dinger, die wir vorhin eingesammelt haben. Also das heißt eigentlich, wenn wir über die Welt gelaufen sind, dann wollte ich auch mal gucken, ob es da was zu holen gibt. So hier in so einen lilanen Flitzer einsteigen. Und dann ist hier die Polizeiwache. Da fahre ich mal. Oh. Steig mal ab. Noch nicht rein. Ist das hier? Nix, okay. Das sah gerade aus, ob irgendwas geleuchtet hat. Hier wollte ich mal gucken, ob wir irgendwie jetzt hier wo raufklettern können. Hier machen die so Sport. Das ist so ein Puzzle? Jawohl. Nice. Dann sammle ich mal kurz die ganzen Steine ein. Und dann können wir hier hoch. Jawohl. Bluffbeard! Chase McCain! Ach, war das richtig sogar? Lange ist her. Wir haben uns doch heute Morgen gesehen. Das ist 6 Stunden her. Was machen Sie denn hier? Ich wollte mal was anderes machen. Ich bin jetzt Captain der Fähre und bringe kleine und große Halunken rüber zum Albatross-Gefängnis. Super, die Fähre. Aber wo ist sie? Hab sie versenkt. Du kannst mir nicht zufällig eine neue bauen, oder? Hey Ellie, haben wir hinter der Polizeistation welche von diesen Supersteinen? Ich muss die Fähre wieder zusammenbauen. War Frank wieder am Steuer? Dieses Mal nicht. Ah, dann lass mich schnell deine Scan-Software aktualisieren. Okay, ab jetzt kannst du deinen Kommunikator als Datenscanner einsetzen. Er wird dir jeden Superstein in der Nähe anzeigen. Berühre die Datenscanner-Schaltfläche auf dem Kommunikator und folge den Anweisungen, nachdem ich auflege. Danke, Ellie. Jetzt haben wir noch so einen Scanner hier freigespielt. Wie wir den benutzen können. Okay, berühre das Datensystem auf dem Wii U Gamepad. Das ist hier. Und jetzt muss ich scannen. Boah. Da hinten ist einer.
Noch irgendwo? Okay, ne, einer reicht erstmal. Achso, jetzt müssen wir sollte da. Ich mich wirklich mal als Pirat versuchen. Die Stimme habe ich. Wenn da nur nicht die Papageienfederallergie wäre. Das denke ich, ich wollte gerade einfach nur testen, ob man hier bei der Polizei überhaupt was machen kann und wie so ein Parcours. Dann sind wir mal zufällig da doch hingelaufen. Deswegen gucke ich jetzt erstmal noch hier oben. Aber hier gibt es auch noch eine Menge zu machen. Hier bei den Sportlern. Genau, hier oben ist so eine Art Parcours. Da wollte ich erstmal gucken, bevor wir die Mission jetzt hier antreten. Zack. So. Oh nee. Ah, oh, fuck. Mist. Jetzt komme ich nicht mehr rein, ne? Ah, doch, hier ist die Mülltonne. Die können wir bestimmt wieder verprügeln. Und hier gibt es auch wieder solche Steine. Und da oben ist noch so einer. Okay, das ist natürlich alles sehr gut gerade. Aber wie kommen wir da drauf? Schätzungsweise nicht damit. Ich will erstmal da hoch. Auf die Seite da. Da sind mir auch noch ganz viele Steine. Oh Mist. So. Mal gucken, was es jetzt hier zu holen gibt. Das ist gefühlt der sportlichste Polizist, den es gibt. Und jawohl, hier ist ein Stein. Das hat uns also doch was gebracht. Super. Hier drin ist noch einer, da können wir aber nicht rein, ne? Um neue Verkleidungen und Fähigkeiten vorzuschalten. Das sieht aus wie die Feuerwehrwache. Also mal gucken, was das ist. Wir kommen also dann mit euch. Und ich weiß nicht, was das hier sein soll. Da drin ist ja so ein... Wahrscheinlich auch eine Figur, eine was auch immer, eine Verkleidung, die wir benutzen können. Müssen wir mal gucken, was das später bringt. Hier ist noch was, hier ist noch was, eine Art Parcours. Da gibt es doch bestimmt auch wieder einen Stein. Ich weiß noch nicht, wie viel wir jetzt brauchen. Warum komme ich da nicht hoch? Wahrscheinlich ist ja noch, da brauche ich eine andere Figur, wahrscheinlich für die irgendwie sportlicher gekleidet ist oder was auch immer. So, was ist das jetzt hier? Wo kriege ich jetzt so... Ein Stein her. Ach, da unten. Gut, also einmal hier rüber. Und hier komme ich gar nicht rein. Hier komme ich auch nicht rein. Gut, dann hat sich das wieder erledigt. Dann versuche ich hier nochmal ein paar Stacheln. Ah, gut, hier können wir. Hier können wir wieder so ein kleiner Spur folgen, die uns wieder irgendwo hinführt. Ach, da hinten ist wieder so eine Kiste. Die uns wieder einen Stein bringt wahrscheinlich. Ja, super. Kein Geld diesmal? Nee, schade. Gut, wir haben 8600. Mal gucken, wie viel wir brauchen. Für die Fähre. Ich werde eine Weile hier im Hafen festsitzen. Könnt ihr mir eine Oper anschauen? 15.000, Alter. Gut, dass wir nicht da irgendwie die Möglichkeit hatten, dieses andere Ding zu bauen. Finde mehr Steine, damit du Superbau kaufen kannst. Warte mal, hatte das wie. Ich scanne nochmal hier die Umgebung. Das ist ja da oben, da kommen wir eh nicht ran. Ja gut, dann. Ja scheiße. Da müssen wir sowieso erstmal jetzt ein bisschen rumfahren. Beziehungsweise einfach mal versuchen. Da komme ich ja nicht ran. Ja Mist, was mache ich jetzt? Ich glaube, wir fahren einfach mal ein bisschen rum, machen ein paar Sachen kaputt und dann geht das schon. Anders funktioniert es ja nicht. Oder warte mal, kann ich nicht noch die Gegend scannen vielleicht? Jetzt lädt's. Da oben ist noch einer. Ich guck mal, ob ich jetzt hier vielleicht mal ein paar Steine sammeln kann, weil die da vor Ort sind ja für uns nicht zugänglich. Komm ich hier rein? Nein, aber da ist. Mann, da sind überall Kostüme, wie komme ich denn da rein? Hier ist noch ein Parcours. Und hier ist ein Hochziehteil. Ah Mann, da kommen wir auch nicht rein. Was soll das denn? Mist. Hier müssen wir irgendwie so einen Griller haben. Den wir noch nicht haben. Ich kenne mal über die Dächer. Wahrscheinlich ist da irgendwie was versteckt. Mit einem
Wir sind mal auf der Jagd nach goldenen Steinen. Cool. Auch mal eine neue Sache. So, was ist hier unten? Hier gibt es bestimmt was, so ein paar Steine. Wir brauchen 15.000 war die Fähre. Warte mal, hier ist ein Trampolin. Oder? Ist so ein Trampolin, ne? Ja. Aber das bringt uns nichts. Da können wir nur wieder raushüpfen. Jo, so ein Mist aber auch. Ah, hier ist noch so eine Pflanze. Und hier können wir da ran. Ja. Okay, wo geht's jetzt hin? Ach, da hoch. Gut. Ich hoffe, das bringt hier überhaupt was. Also irgendwie. Keine Ahnung. Da können wir jedenfalls nach oben. Und ich jetzt nicht so ein blöder Parcours bloß. Da kommen wir wieder zurück. Das wäre ziemlich blöd, das jetzt zu machen. Da oben ist ein Dachterrasse, da gibt es bestimmt was zu holen. Was ist das hier? Okay, wieder so ein Slide-Ding. Da unten ist ein Karton, da ist aber bestimmt noch ein bisschen Geld drin. So, jetzt hier nochmal rüber. Was macht er denn da? Ist das nicht hier unser Kumpel? Zumindest der rote Haare. Nein! Oh Gott, runtergefallen, wie blöd. Ich scanne jetzt nicht nochmal hier irgendwelche Sachen, das ist mir ein bisschen zu umständlich. Ich wollte mal hier. Warte mal, ist runtergefallen. Hier, da können wir. Einfach nur Parkour Running ist das, oder? Irgendwie so im großen Sinne das auch nicht, außer dass es ein bisschen Geld bringt. Und man kann sich halt verbessern. Ja, und wie gesagt, Geld holen, aber. Ich gucke mal. Vielleicht. Hä? Warte mal. Nochmal hier ran und dann hier rüber. Und dann können wir doch hier lang laufen. Nicht, dass er wieder runterfällt hier. Oh, das war ganz knapp. So, jetzt hier ran und. So, wo kommt er jetzt hin? Hier. Gut. Und jetzt ist hier wieder so eine Fahne. Und noch eine. Und noch eine. Und noch eine. Gut. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Ich kann nicht kaputt machen, da sitzen wir hier dran. Schade. Das war's jetzt, oder was? Ach nee, da oben. Ein Tennisfeld. Oh, wir entdecken ja richtig viel, aber irgendwie bringt es uns. So, jetzt gehen wir noch weiter. Jawohl, hier ist wenigstens ein. Ja, was haben wir jetzt bekommen? Was haben wir gerade eingesammelt? Hoffentlich was Gutes. So. Na super. Parcours freigespielt. Das bringt ja richtig was. Na egal. Hier sind auf jeden Fall noch blaue Steine. Oh, das bringt richtig was. Also echt. Wir auf diesen Schirm rumhüpfen. Ja gut, weil die blauen Steine bringen uns ja jetzt momentan. Das war verbaut. Bringt uns ja momentan nichts. Ich hüpfe erstmal hier wieder weg und scheiße mal auf die blauen Steine. Die kommen sowieso irgendwie wieder oder so, keine Ahnung. Und dann nehme ich mir jetzt erstmal eine Karre. Oh, hier ist ein Strand. Aber wir kommen halt nicht an die ganzen Steine ran. Weil wir keine Kostüme haben. Hier, runter davon. Das brauche ich. Wir machen das mal irgendwie in Part 4, glaube ich. Wir fahren jetzt mal hier ein paar. Hä? Ein paar Laternen kaputt. Und dann kommt das Häuschen. Einfach fahren. Klingt bestimmt was. So, hier schon mal mit 2. Oh, schön. Vielleicht ist bestimmt mal 4 oder mal 8, hier mal 3 ist es. Na, meine Schuld war das nicht. Weiter, weiter, weiter. Immer weiter. Schade, jetzt ist es schon wieder weg. Egal, kriegen wir so wenigstens ein bisschen Geld zusammen.
glaube, ein so ein roter, ein so ein bunter so 1000. Das heißt, wir müssten sowieso 1000 diese Steine organisieren. Das werde ich jetzt mal machen. Einmal absteigen und einmal scannen. Anders funktioniert es nicht. Hier ist ein Stein, der ist 10.000 wert. Aber den kann man bestimmt noch nicht freispielen. Es ging bestimmt nur diese kleinen, die nur 1.000 oder so wert sind. Ach, nee, warte mal. Hier ist nur ein Rätsel. Das heißt, 10.000 wäre natürlich... Ja, dann immer die Fähre. Okay, schaufeln wir. Was ist das jetzt? Ein Schlüssel? Nein, als ob wir den Stein für 10.000 bekommen. Das ist natürlich richtig geil jetzt, wenn das funktioniert. So, Schlüssel rein. Umdrehen. Jawohl. Ja, schön, 18.000. Nein, wie gut. Richtig geil. Top, jetzt können wir zurück zur Fähre und haben alles geschafft. Freunde, super. Klasse. Würde ich sagen, machen wir beim nächsten Part. Weil dann ist hier schon viel gemacht. Auf der Suche nach den bunten Steinen. Ja, ich kann ja mal gucken, oder beziehungsweise wir gucken jetzt immer mal zwischendurch auf das Gamepad. Hier gibt es locker auch was zu holen. Ich werfe mal ein paar Körbe. Oh, das ist so blöd. Ich habe es einfach gesehen, dass es falsch ist. Der muss genau in der Mitte, okay. Warum kriege ich da keinen rein? Was soll denn das? Komm nochmal. Einmal werfen wir noch ein paar Körbe. Und dann müsste es auch funktionieren. Ah, der geht daneben. Sonst. Der auch, was soll denn das? Ich würde gerne alle reinwerfen. Achso, wenn wir einen verwerfen, kriegen wir noch eine. Nee. Okay, wir kriegen auf jeden Fall Geld raus. Egal, Geld ist Geld. Und hier ist auf jeden Fall so ein Hügel, da ist safe noch irgendwie ein Stein runter. Gut, egal, das war's mit der Folge. Bis zum nächsten Mal und tschüss.